Hallo, ich grüße euch heute zum Thema 2. Wir wollen uns heute mit der Oster- und Weihnachtslüge befassen. Da würde einer oder andere sich fragen, was haben denn ihr Bürgerrechtler mit zwischenchristlichen frommen Themen zu tun? Naja, wir sind ja sowohl als auch, also eine Bürgerrechtsbewegung und auch eine christliche Organisation, weil wir eben dafür eintreten, dass in der Kirche und auch in den Glaubensgemeinschaften die wirkliche, unverfälschte Lehre gepredigt wird und nicht irgendwelche Traditionen, wo man weiß, dass es falsch ist. Man weiß also zum Beispiel, dass die Tauflehre falsch ist. Man weiß auch, dass die Lehre über Ostern und Weihnachten falsch ist. Es wird ja immer dann gesagt, dass Heiligabend das Christkind geboren wurde. Das ist aber, lässt sich sehr leicht widerlegen, das werden wir dann auch gleich tun. Und ebenso wird behauptet, dass Jesus zu Ostern auferstanden wäre, was auch nicht stimmt. Und das werden wir jetzt auch widerlegen. Steigen wir aber erstmal ein in der Sache, wie es denn zustande kam. Man ist ja immer daran gewöhnt, dass man das, was der Pastor von der Kanzel erzählt, für bare Münze nehmen sollte. Weil woher soll man es denn wissen, wenn man sich nicht selber mit der Bibel befasst? Ne? Und wenn man was Neues hört, ist man ja immer ein bisschen reserviert und sagt, na, ob das so stimmt und ob das vielleicht eine Sekte ist. Wer weiß, ob das stimmt. Ich halte mich mal lieber dran, was der Pastor sagt. Aber die Bibel sagt es eben anders. Ne? Die Bibel sagt im 1. Thessalonicher 5,21, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Und die meisten machen es genau umgedreht. Ne? Die prüfen nur das Gute und behalten den Rest. Ne? Und das ist aber eben nicht gerade zielführend, sondern wir sollen ja, wenn uns was auffällt, etwas Widersprüche auffallen oder wenn jemand an uns was ranträgt, das prüfen. Ne? Und genau in die Situation bin ich etwa vor schätzungsweise 4 Jahren gekommen. Da kam jemand auf mich zu, also E-Mail-Austausch. Und er sagte, also das mit meiner Vorstellung über Ostern und Weihnachten, das müsste ich mal grundlegend überarbeiten. Da sage ich, wie jetzt? Das steht doch so in der Bibel. Na, da lesen wir richtig. Und da hat er mir diese Sache erzählt mit dieser Kalenderänderung. Und da war ich natürlich erstmal geschockt, weil ich dachte, na, also so falsch können doch unsere ganzen Theologen nicht liegen. Ja? Weil ich sage mal, die haben ja alle Theologie studiert und sind ja große Kirchen. Und ich meine, wenn das wirklich alles nicht stimmen würde, würde ja im Prinzip die Grundfeste der katholischen evangelischen Kirche umfallen. Also das ist es aber. Ja, und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Sagt man jetzt, okay, also das ist so unwahrscheinlich, das lässt man sich beruhen, oder geht man der Sache nach? Und ich habe einfach mal mir die Zeit genommen und habe gesagt, okay, ich nehme jetzt mal 14 Tage Zeit, mich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Und die erste Woche, warum? Und dann hatte ich eine ungefähre Vorstellung, dass an der Sache was dran ist. Weil die Lehre über den Lunisolarkalender, also diese Feststellung, dass im 4. Jahrhundert der Kalender geändert wurde, sich nahtlos in das Alte Testament einfügte. Und zwar an allen Stellen, wo der gregorianische Kalender Schwierigkeiten gemacht hat. Zum Beispiel auch bei dem Passafest. Und man findet also keine Widersprüche in dem ganzen Alten Testament, fügt sich das nahtlos ein. Während der gregorianische Kalender erhebliche Schwierigkeiten und Widersprüche produziert, ob das jetzt nur Pfingsten ist, ob das Ostern ist und auch die ganze Definition des Weihnachten funktioniert nicht. Passt weder zur geschichtlichen Überlieferung noch auch zur Darstellung, die die Bibel selber bringt. Und da wir ja wissen, dass Jesus das Alte Testament bis ins i-Tüpfelchen verifiziert hat und der Heilige Geist nach Jesu Kreuzigung selbst dafür einsteht, dass er für die Wahrheit und für die Treue der Übersetzung einsteht, dann muss man, wenn jemand eine Irrlehre an ihn herantritt und sagt, pass mal auf, das und das, wie das hier gelehrt wird, das ist eine Irrlehre, da musst du der Sache mal nachgehen, dann ist es immer ein guter Grund, da mal nachzuforschen. Und dann verging eine weitere Woche und in dieser weiteren Woche habe ich dann festgestellt, jawohl, der Mann hat recht. Und ich habe dann also im Internet weitergesucht und noch mehr gefunden und noch eine Gemeinschaft gefunden, die das wirklich auf der Fahne geschrieben hat, dass sie sagen, wir übernehmen keinen alten Müll mehr. Wenn die Kirche damit ein Problem hat, dann werden wir sie eben in diesem Punkt angreifen. Geistlich. Ne? Also die werden eben sagen, das stimmt nicht und das steht dort. Ja, und gehen damit einen anderen Weg, als die evangelisch-katholische Kirche gegangen ist, als sie sich zum Beispiel an die Freimaurerlogen rangeschmissen hat. Ne? Weil die haben halt Geld gebraucht für die Erneuerung ihrer Kirchen und die sind eben dann in Kompromiss mit der Wahrheit des Evangeliums eingegangen und man kann sagen, wir haben das Evangelium verraten. So, und jetzt ist es so, dass kein Kirchenstaat mehr stattfindet,
wo nicht Freimaurer dort vorne auf der Bühne auftritt. Und sowas kann einfach nicht sein, weil Freimaurerei ist Satanismus und sowas hat in der kirchlichen Gemeinschaft nichts zu suchen. So, und das war auch der Grund, weshalb die Friedensbewegung, DDR-Friedensbewegung dort auch mal ausgestiegen ist. Das war in dem Zeitraum 2000 bis 2004 und haben dann gesagt, wir machen das als freies christliches Werk außerhalb der Kirchen, weil sie sich eben mit diesem Bündnis außerhalb des Evangeliums bewegen. Ja, und auf unserem weiteren Werdegang haben wir dann eben auch mit anderen Gemeinden Kontakt bekommen und die haben uns ein ganzes Stück auch weitergebracht, dass wir unsere eigene Lehre immer wieder an den Fakten der Bibel zu überprüfen haben. So, und ein ganz typisches und tiefgreifendes Erlebnis ist eben die Entdeckung des Lunisolarkalenders, die wordlastchance.org eben ins Internet gestellt hat und gesagt, wenn irgendein Theologe das widerlegen kann, dann werden wir diese Lehre entweder überprüfen oder widerrufen. Aber wir lassen sie nicht so stehen. Aber bis jetzt hat kein Theologe der Welt diese Herleitung angreifen können. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es wohl wahr ist, weil der Vatikan müsste ja eigentlich der Erste sein, der es widerlegt. Das haben sie aber nicht gemacht. So, befassen wir uns erstmal mit den Details. Also, der Lunisolarkalender startet immer mit dem ersten Monat beim Frühlingsneumond. Und dort geht die Zählung los. Und die läuft so lange, bis im nächsten Monat wieder ein Neumond erscheint. So, und da ist ja nun der Monatszyklus und der Monat des gregorianischen Kalenders teilerfremd ist und auch nicht ganzzahlig, müsste man ja eine Regelung finden, wann man denn nun entscheidet, ist das jetzt nun Neumondtag oder ist das gerade die Kippe? Und die Regel sagt, wenn am frühen Morgen, also wenn der Neumond noch die Sichel zu sehen ist, wenn die deutlich zu sehen ist, dann ist der nächste Tag der Neumondtag, ansonsten wird ein weiterer Tag eingeschoben. Und damit kann also der Kalender aufgrund des nicht ganzzahligen Teilerverhältnisses zwischen Mondzyklus und Sonnenzyklus niemals aus dem Tritt geraten. So. Und dann gibt es den sogenannten Metonic-Cycle. Das ist also noch einmal ein Rhythmus, der auf die Monate draufgelegt wird, wann ein Monat 28, wann er 29 Tage hat. Damit eben dieser Kalender, auch wenn er tausende Jahre läuft, nicht aus dem Tritt kommt und man auch mit Hilfe des Kalenders und ohne äußere Hilfsmittel navigieren kann. Also man kann mit Hilfe dieses Lunisolarkalenders ohne irgendeinen Sextanten sich auf der Erde orientieren anhand der Sternbilder und anhand des Winkels, in dem die Sonne zu einem bestimmten Zeitpunkt steht. Und das funktioniert so gut, dass es also lange Zeit auch auf See keine Notwendigkeit bestand, einen Sextanten zu benutzen. Das wurde erst im gregorianischen Kalender ein Problem. Aber der Lunisolarkalender ist so genau, dass es funktioniert. Das einzige Problem, was man eben gehabt hat, ist eben die genaue Zeitmessung innerhalb eines Tages. Aber das war ja mit Wägen und Sanduhren relativ einfach zu lösen. So, auf Schiffen war das natürlich immer ein Problem, aber da wurde ja dann irgendwann einmal die Uhr von Peter Heinlein erfunden und damit war das Problem endgültig gelöst. Heute würde uns der Lunisolarkalender besonders gut tun, weil er sehr viel Rücksicht darauf nimmt, wie der menschliche Lebenszyklus funktioniert. Ja? Also die Konstruktion unseres Biorhythmus ist exakt synchron zu dem Lunisolarkalender. Und wenn man diesen Rhythmus einhält, hat man unabhängig davon, dass Gott also immer auf den siebten Tag den Segen gelegt hat, wenn man an den siebten Tag geruht hat, positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden und auch auf die Leistungsfähigkeit. So, und der gregorianische Kalender erlaubt nicht die Einhaltung der 10 Gebote, weil der Ruhetag wird bestimmt durch immer den siebenten Tag nach dem Neumondtag. So, und da der Neumond auch mitten in der Woche liegen kann es also passieren, dass wenn der Neumond zum Beispiel Mittwoch ist, würde dann in der Folgewoche der siebente Tag auch wieder ein Mittwoch sein. Es würde so lange laufen, bis der neue Neumond auf einen anderen Wochentag zu liegen kommt. So. Und ich habe also in 5 von 7 Fällen habe ich eine Übertretung der 10 Gebote, alleine deswegen, weil ich den falschen Kalender benutze. So, das ist eigentlich eine Sache, die untragbar ist. Aber es kommt noch viel schlimmer. Durch die Kalenderänderung, die durch den gregorianischen Kalender im 4. Jahrhundert entstanden ist, ist nicht nur, dass wir des Segens beraubt wurden,
sondern es wurden auf die heidnischen Feste, also die christlichen Feste zu heidnischen Terminen gefeiert. Also zum Beispiel das sogenannte Auferstehungsfest, also was wir heute als Ostern verstehen, liegt auf dem Fest der Isis. Die Isis ist also die Frau des Baal, also sozusagen die Frau vom Vater des Teufels, weil der Sohn vom Baal der Teufel ist, nach der schwarzmagischen, altertümlichen Überlieferung. So, und das korrespondiert auch mit dem altägyptischen, schwarzmagischen Verständnis, Isis, Horus, Seb. Ne? Und das ist auch das Symbol, was die katholische Kirche hat, IHS. Das ist sozusagen aus Babylon und aus dem altägyptischen Mythologieverständnis bis heute in der katholischen Kirche übernommen worden. Und wenn man genau hinschaut, ist das, was die katholische Kirche macht und tut, wenn man die ganze christliche Verbrämung mal beiseite lässt, sondern nur die reinen Handlungen betrachtet, auch heute noch ein altbabylonisch-heidnischer Gottesdienst und kein christlicher. Und das macht die Sache nämlich so kompliziert. Und deswegen sagt ja auch Jesus, kommt heraus. Ne? Aber es muss eben jeder selber wissen. Jeder muss da aufwachen und muss dann prüfen. Ne? Deswegen steht ja wieder 1. Thessalonicher 5,21, prüft aber alles, das Gute behaltet. So. Und viele machen es eben umgedreht. Ne? Die prüfen das Gute und behalten alles. Also wollen sich eigentlich gar nicht ändern. Wollen auch die alten, falschen Lehren nicht ablegen. So, nun haben wir das nächste Problem. Wenn wir jetzt kontrolliert, ob denn nun wirklich dieser Lunisolarkalender korrekt ist, kommt man zum Beispiel bei Hesekiel 45, 21 an die Bibelstelle. Am 14. Tag des ersten Monats sollt ihr das Passa halten und 7 Tage feiern und ungesäuertes Brot essen. Da muss man sich überlegen, was ist der erste Monat? Das wäre nach dem gregorianischen Kalender der Januar. Davon der 14. Tag war der 14. Januar. Kann also nicht stimmen. Also zu dieser Zeit ist weder Weihnachten noch Ostern. So, also weiß man, der ursprüngliche Kalender war synchron zur Sonnenwende. Also ist das der Frühlingsneumond und davon gezählt der 14. Tag. Das war das Passafest. So, und das wurde dann 7 Tage gefeiert und endete wieder mit einem Sabbat. Und am Ende dieses Sabbats fand die Kreuzigung statt. So, das ist also der Folgetag des Passafestendes Jesu Kreuzigung war. Und das lässt sich auch sehr leicht herleiten. Weil Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, dann geht mal und besorgt die Zutaten für das Passafest, denn ich will das Passa mit euch halten. Ja, und man kann sich ja vorstellen, damals gab es keine Gefrierkombination, sondern das war eben einfach innerhalb weniger Tage verfaulte das Essen oder das verdarb. Ne? Also man kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass nicht noch eine weitere Woche dazwischen lag, sondern dass es eben das Ende des Passafestes war, wo die Kreuzigung auch stattfand. So, und wir kommen an eine weitere Stelle, und zwar im Alten Testament, wo es um Elisa geht. Elisa hat ja bei seinen Reisen verschiedene Dörfer damals besucht und hat den Leuten geholfen, ihnen gepredigt und auch Heilungsdienste gemacht. Unter anderem kam er eben auch an den Ort vorbei, wo eine Familie lebte, und die haben extra für ihn ein Zimmer reserviert. Ne? Dass also, wenn Elisa da wieder mal vorbeikommt, dass er dort schlafen konnte, und das war sonst nicht belegt. War also nur für den Prediger, die hatten ja keine Fahrzeuge, sondern die haben das alles erwandert. Es ist also höchst selten mal gewesen, dass er vorbeigekommen ist. Aber so groß war ihm die Gastfreundschaft. So, und der Elisa hat dann dort immer geschlafen, hat dann dort dem Haus gedient und dann ist er wieder weitergezogen. Und die Hausherrin hat also beklagt, dass er eben keine Kinder kriegen kann. War also auch schon alt, und da hat der Elisa ihr geweissagt, dass er einen Sohn gebären wird. Und es war noch kein Jahr rum, da hat sie also diesen Sohn geboren. Und als er dann mit seinem Vater sozusagen auf dem Feld war und gearbeitet hat, ist es ihm schlecht geworden, er ist umgefallen und sozusagen gestorben. Und da haben sie diesen Sohn in das Zimmer gelegt vom Elisa. Und Elisa war aber eben schon weitergezogen. Und er wollte dann die Frau ihren Mann bitten, dass er denn zu dem heiligen Mann, also zum Elisa geht, damit er kommt und sozusagen bei seiner Beerdigung und Bestattung dabei ist. So, und hat der Mann von dieser gesagt, naja, also heute ist ja gar kein Neumond oder Sabbat, was soll ich denn dorthin gehen? Also normalerweise war es ja so, dass wenn kein Sabbat war, also normaler Werktag, da waren diese Tempel alle verschlossen, ne, waren die Türen alle zu, und nur zu den Feiertagen wurden die geöffnet.
So, und da sagt er dann also zu seiner Frau: Warum willst du denn hin? Heute ist doch weder Neumond noch Sabbat. So, und da sprach sie: Na, lass gut sein, und hat dann selber den Esel gepackt und ist eben selber losgezogen. Und hat den Elisa dann auch gefunden, und da ist dann auch gekommen und hat also dort für das Kind gebetet. Das könnt ihr einfach mal lesen. Das ist 2. Könige 4, 23 und folgende. Könnt ihr einfach mal lesen, das ist auch spannende Geschichte. So, dort ist also belegt, dass der Neumondtag und der Sabbat ein zentrales Ereignis war, was im Alten Testament die Arbeitszeiten und die Ruhezeiten geregelt hat. So, und nochmal kommt das zum Ausdruck im Zusammenhang mit der Kreuzigung. Und zwar haben wir dann diesen Ausspruch am 28, von Matthäus 28, Vers 1, als aber der Sabbat vorüber war. Und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Also das ist genau das, wo die Kirche immer sagt, das war der Ostersonntag. Aber wissen wir denn das, ob es überhaupt ein Sonntag ist? Und zwar aus folgendem Grund ist das zu bezweifeln. Man muss wissen, dass im Lunisolarkalender die Wochentage beliebig fallen. Und zwar immer genau auf den Tag, wo der Neumondtag liegt. Und da der Mondzyklus genau 28 und ein paar zerquetschte Tage ist, der Monat im gregorianischen Kalender aber 30 Tage, kommt es höchst selten vor, dass der Lunisolarkalender oder der gregorianische Kalender gleichlautend ist. Und dieses Jahr ist es ein sehr seltener Fall, wo das wirklich mal so war, dass nicht nur der Sonntag auf den Tag nach dem Sabbat, nach dem Lunisolarkalender liegt, sondern ausgerechnet auch noch das Passafest so weit vorgerückt ist, dass es mit Ostern, also mit dem Fest der Ostera, zusammenfällt. Das ist eine ganz seltene Sache. Und es ist zu bezweifeln, dass es damals, wo also Jesus gekreuzigt wurde, auch zusammenfiel, weil die einfach teilerfremd sind, weil das sehr selten vorkommt, dass die genau liegen. Es müsste der Wochentag einmal so liegen, dass der Neumond an einem, Moment, damit das passiert, an einem Sonnabend liegt, damit an dem Tag nach dem Sabbat der Sonntag, der sogenannte Ostersonntag wäre. Und dann muss auch dieses Teilerverhältnis so sein, dass die zwei Kalender genau auf dem Sonntag sich treffen. So, das ist eine höchst seltene Geschichte. Voriges Jahr war es so, dass der Sabbat auf den Sonnabend fiel. Und jetzt haben wir natürlich noch ein weiteres Problem. Wenn das so ist, dass der 7. Tag ausschließlich vom Neumondtag abhängt, dann hat eine Kirche riesige Probleme, die sich 7-Tags-Adventisten nehmen. Das ist eine Kirche, deren Hauptlehre darin besteht, den 7. Tag zu halten. Da muss man sich fragen, also wenn die sich so Mühe geben und eine Kündigung riskieren und Schwierigkeiten auf Arbeit, damit sie eben am Sonnabend frei haben, müssen wir uns vorstellen, es gibt ja auch Busfahrer, es gibt Leute im Pflegedienst, die eben dann normalerweise sonnabends arbeiten müssen. Und zu DDR-Zeiten war ja Sonnabend früh noch Schule. Und da wurden also die Kinder der Siebentags-Adventisten nicht in die Schule geschickt. Aber zu DDR-Zeiten hat man das hingekriegt. Und ja, jedenfalls muss man sich jetzt überlegen, da war das ja alles umsonst. Weil da würde ja der 7. Tag, der Ruhetag, ja, irgendwo in der Woche liegen. Ne? Da hätte also der 7-Tags-Adventist müsste einem immer einen Monat am Dienstag freigestellt worden, 4 Wochen. Und am nächsten Monat wäre es mal wegen der Donnerstag. Ne? Müsste der 4 Wochen lang am Donnerstag freikriegen. Würde aber das ganze Wochenende arbeiten, weil es ja auch steht, 6 Tage sollst du arbeiten und nicht bloß 5. Ne? So, da kann man sich also vorstellen, dass es das einen riesen Kuddelmuddel gibt. Aber man muss ja sagen, wir sind ja das christliche Abendland. Also müsste sich doch die Kirche nun endlich mal darüber einig werden, dass wir das machen, was mit der Bibel auch in Übereinstimmung ist. Also müsste man den gregorianischen Kalender auf den Müllhaufen der Geschichte werfen und wieder diesen ursprünglichen Schöpfungskalender einführen, wobei man dann festlegen müsste, dass die Hausarbeit, also das, was man im Prinzip für sich selbst macht. Man arbeitet ja im modernen Industrieland 5 Tage für einen Arbeitgeber, einen Tag für sich selber und hätte einen Tag Ruhe. Also dass der Sonnabend dann sozusagen der Hausarbeitstag ist. Denn am Sabbat soll man ja ruhen. Und dann könnte man den 7. Tag, der ja dann kein Wochenname hat, sondern einfach nur der 7. Tag ist, diesen Ruhetag allen Menschen gönnen. Ne? Wo dann also auch nicht rumgelärmt wird, auch in den Gärten und in den Häusern eben wirklich Ruhe ist, sodass es jeder auch genießen kann, der Verkehr eben auch eingeschränkt wird, dann wäre das Sonntagfahrverbot auch gerechtfertigt. Zurzeit ist es nämlich gar nicht gerechtfertigt, weil
Wenn nach der biblischen Vorhersage, und das war bevor die Juden überhaupt auf der Welt waren, weil der Sabbat ist ja älter als alle Menschen. Der Sabbat wurde ja dann eingesetzt, als die himmlische Uhr zwischen Sonne und Mond genullt wurde, wo auf Gottes Geheiß die Planeten sich bewegt haben. Das ist ja das, was im Ersten Testament, im Alten Testament, im ersten Buch Mose, uns überliefert worden ist. Das sind die Vorstellungen der christlichen Lehre, ne? Und wenn das wirklich so ist, na, dann müssten wir uns ja heute an den Kalender halten. Aber der Einfluss der katholischen Kirche ist eben so groß, dass eben die Gemeinde und auch der Staat sich da total festgefahren hat in der Frage. Und auch selbst die Siebentags-Adventisten nicht einlenken. Ich habe also dem Hope-Channel auch schon geschrieben, na, guckt euch doch mal die Herleitung an. Wenn das wirklich stimmt, müsstet ihr euch doch mal umorientieren. Dann müsst ihr doch sagen, wir müssen uns jetzt grundlegend darüber einig haben, stimmt das oder stimmt das nicht. Und wenn es stimmt, ja, dann müssen wir die Lehre des sieben Tags neu fassen. Der siebte Tag ist der siebte Tag nach dem Neumond, jeweils siebte Tag, bis wieder Neumond ist. So, hat also mit dem Sonnabend oder dem Sonntag oder dem Freitag, wie es bei den Moslems ist, absolut nichts zu tun. So, und die muslimische Lehre ist ja im 6. Jahrhundert nach Christus erst entstanden, also hat mit der alttestamentischen Lehre überhaupt nichts zu tun, bringt auch nicht wesentlich Neues rein. Ne? Also der ursprüngliche Schöpfungskalender war für alle drei monotheistischen Weltreligionen der gleiche. Nur die katholische Kirche hat für sich in Anspruch genommen, dass alle nach deren Pfeife tanzen sollen. Also nach dem altbabylonischen Kalender. So, das ist das. So, und nun wissen wir natürlich, dass in der Bibel ja auch vorhergesagt wurde, dass es mal ein tausendjähriges Reich geben soll, in dem die Welt in Frieden zusammenlebt. Und zwar unter der Schirmherrschaft des Schöpfers selbst. Da kann man sich vorstellen, welcher Kalender zu dieser Zeit gilt. Nicht der gregorianische, sondern dass er wieder der ursprüngliche gilt. Und auf diese Zeit gehen wir zu. Denn nach Offenbarung 17 folgende ist also vorhergesagt, dass dieser jetzige Papst, der achte König, der letzte ist. Ja, und das ist auch eher eine Verdammnis, ja, weil er sich eben mit diesen Jesuiten und diesen Satanisten eingelassen hat. Und das ist das, was wir heute erleben. Also wir haben einen Papst, der gleichzeitig die katholische Kirche vertritt und gleichzeitig Jesuitengeneral ist. Und eine völlige Unmöglichkeit, ein völliger Gegensatz. Also sozusagen weißer und ein schwarzer Papst in Personalunion. Eine ganz furchtbare Geschichte, vor dem also das Alte und Neue Testament uns warnt. Ja, wenn wir diese Zeichen sehen, dieses Gräuel errichtet wird, dann sollen wir Acht haben, dann geht es nicht mehr lange. Und wir hatten ja dieses Jahr schon zwei Blutmonde, also eine besondere Konstellation, in der die Monde rot erscheinen. Und die kommen nochmal im Herbst, also wenn ich richtig gelesen habe, im September. Wir hatten eine Sonnenfinsternis und wir haben einen riesengroßen Schauer an Meteoriten erlebt. So, was jetzt im Prinzip noch fehlt, ist der sogenannte bittere Stern, also der wirkliche Einstieg in die Apokalypse. Und das überraschende Ereignis, dass die Entrückung und alles, was im Offenbarung 8 und 9 beschrieben ist, noch kommen soll, bevor dieses tausendjährige Reich beginnt. So, und das ist eine Herausforderung, die auf uns zukommt. Und dann haben wir ja die Gegenbewegung, die durch die Satanisten betrieben wird, die sogenannte neue, in Klammern satanische Weltordnung, in dem eben gesagt wird, na, der Satan ist unser Gott. Ne? Also die Freimaurer haben ja im Prinzip den Teufel zu ihrem Gott erklärt, den allmächtigen Baumeister aller Welten. Das ist nichts anderes als der Satan. Und Albert Pike hatte auch in seinen Schriften Lehre und Dogma auch gesagt, dass sie ab 30. Grad ihre eigenen Logenbilder darüber aufklären, dass ihr Gott der Teufel und nicht Gott ist. Ja, da muss man sich fragen, warum nun da immer noch Leute an dieser Freimaurerei festhalten und warum die bis heute in der katholischen Kirche einen Fuß hat. Es gibt ja alleine in dem Vatikan von einem halben Quadratkilometer drei Logen. Ja, also muss ich vorstellen, denn wenn das dann das Allerheiligste ist, dann kann es dort gar keine Loge geben, aber es ist eben so. So, und wer da eben nicht aufwacht und wer da eben nicht kritisch hinterfragt, wie kann denn das sein? Ja, da kommt er unter die Räder. So, und nun nochmal müssen wir uns überlegen, es wird ja immer gelehrt, dass der Sabbat angeblich aufgehoben wäre durchs Neue Testament. Das ist aber nicht der Fall. Ja? Jesus hat ja gesagt, er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Also der Sabbat ist für den Menschen da und da hängt der Segen dran. Und wenn ich mich gegen das Sabbatgebot aufstelle, brauche ich mich nicht wundern, wenn mein Leben ohne Segen verläuft. Wenn ich müde bin, wenn ich das, was ich anfasse, einfach nicht gelingt. So, und da steht ja zum Beispiel im 2. Mose
Müssen wir mal gucken. 31, 15, 6 Tage sollte man arbeiten und am siebten Tag, am Sabbat, heilige Ruhe, heilig dem Herrn. Wer eine Arbeit tut am Sabbattag, soll des Todes sterben. Das ist natürlich ein ganz schön krasser Vers. Und das wiederholt sich nochmal im 2. Mose 35, 4 und nochmal 3. Mose 25, 3. Also ich werde diese ganzen Bibelstellen dann nochmal in die Videobeschreibung reinhängen, da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Man sollte sich also mit diesen Dingen befassen. Ja, und zum Abschluss dann nochmal die Weihnachtsgeschichte. Also die Weihnachten ist das Fest Saturnalia. Das ist genau das Fest, wo die Christen den Löwen vorgeworfen wurden. Also sie haben zum Saturnalia-Fest, das ging am 21. Dezember los, ging so 2, 3 Tage bis rein in den 24. Und dort wurden also die Christen den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Und da war eben so eine Stimmung, wie wir heute so bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben. Ne? Da haben die also dort mit, ja, sich darüber amüsiert, wie die Löwen also dort die Menschen aufgefressen haben. So, das ist die sogenannte römische Dekadenz. Ne? Und dieses Saturnalia-Fest ist eben dem Gott Saturn gewidmet und das war eben der Gott der Kinderschänder und der Kindermörder. Ja, und sowas kann man als Christen nicht feiern, das geht einfach nicht. So, und ja, und deswegen kann man da einfach nur sagen, nach derzeitiger Auffassung der Theologen ist Jesus im Herbst irgendwann geboren. Aber man weiß nicht, an welchem Tag, aber auf jeden Fall definitiv nicht zum Weihnachtsfest. So, ich denke mal, das soll es erstmal genügen und wir machen dann im dritten Teil etwas über das Geldsystem.